Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Verstecken. Oh mein Gott, ist das Spiel laut. Im American Truck Simulator, natürlich. American Truck Simulator, jetzt sind alle dabei. John John ist da und Sepp und Bram und Peter. Yoshi! Peter ist ich. Ne, diesmal nicht. Wir werden uns heute hier in Phoenix verstecken oder in und um Phoenix herum. Ja, also es ist ein wunderschönes Viereck. Wenn man innerhalb dieser Vierecke, sag ich mal, fahren können sollte, ist das natürlich erlaubt, sich auch da zu verstecken. Es werden Sepp und ich suchen. Ihr habt 2 Minuten Zeit, gleich wegzufahren. Und falls euch das auffallen sollte, liebe Leute, wir haben natürlich das Navi ausgemacht, also unten rechts, aber das im Auto geht nicht aus. Da gucken wir einfach nicht hin und sind fair. Dann laufen eure 2 Minuten zu wegfahren. In 3, 2, 1, tschüss. Go, 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 go! Ich fahr da mal ganz entspannt. Fährt überhaupt nicht los, ey. Ihr Lappen, ey, lass mal stehen. Ich guck mal nach links aus dem Fenster. Ja, guck mal weg, ja. Ja, mach das. Wunderschön. Rote Ampel, egal! Ja. Okay, du bist definitiv sehr viel schneller als ich selbst. Ja. Nice, you have been kicked from the server. Reason away from keyboard. Ja, okay, dann kannst du ja jetzt entspannt mal wieder nachschauen. Du musst mal einmal vor- und zurückfahren, glaube ich, damit das neue Menü, also das Spiel komplett beendet. Ja. Ich weiß nicht, wie man sonst online geht wieder. Ich glaube schon. Oh, warte mal, vielleicht über Tab. Nee, schon. Das hat sich komplett deaktiviert. Ja, macht nichts, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich habe es geschafft, bis zur ersten Kurve zu kommen. Also die erste Minute ist rum, ihr habt jetzt noch 50 Sekunden. Oh Mist, da passe ich nicht hin! Du musst ja auch erstmal bis hier kommen. Okay. Also, das reicht. Ich muss euch nicht nur eine Minute geben oder so? Außer Sepp. Nee. Alles gut. Ich wollte mich in so eine kleine Ecke quetschen, aber irgendwie, da passe ich glaube ich nicht rein. Holy shit, ist das laut. So, wir, du hast meine. Oh, Schaden! Okay, 3, 2, 1, ich komme! Gott. Bremse aus und losfahren. A3. Achso, ja, ich habe auf Automatik gestellt. Ja, ich fahre auf Automatik. Ja, ich auch. Wieso höre ich denn hier ein Flugzeug? Ist hier ein Flughafen? Phoenix hat bestimmt einen Flughafen, ja. So, ich lass mal die Kamera gerade. Dann können wir mal ein bisschen im Auto gucken. Oh. Warte, ich muss nochmal F6 drücken. Muten. So, jetzt wieder angehen. Nein, ich hab den Motor ausgemacht! Ups. Also ich chill hier mit Werner. Der guckt sich hier meinen geilen Truck an. Und hat, glaube ich, Bock auf ein bisschen Spaß. Gott, sieht das schlecht aus. Wie kann man die Kameras denn switchen? 1, 2, 3. Oh oh. Das ist wirklich der Flughafen. Werner! Ey, komm, wir gehen mal ein bisschen näher ran an dich. Hey! Oh shit. Na, Schätzelein! Hast du Bock, in meinen Truck zu kommen? Oh Gott! Ja, wir schaffen, die Kurve zu kommen. Wir können nie wieder weg. Ist das nice? Oh, warte mal. Hat einer nach vorne gefahren? Das klang so. Oh nein! Oh, Büsche! Ich such mal die Büsche. Hier ist Rauch auf dem Boden! Was denn, Christian? Ja. Eventuell habe ich Jay gefunden. Was? Im Busch? Der liegt hier irgendwie so ein bisschen quer. Also zumindest liegt der Auflieger hier und daneben steht die Zugmaschine. Oh mein Gott. Ich war nicht so versteckt im Busch, aber dann habe ich irgendwie, bin ich hängen geblieben mit dem Auflieger. So nice. Da laufen ja Leute rum. Gehe ich dann wieder an dem Startpunkt aus? Ja, hin? Kannst du machen. Alter, ich habe auch Werner gefunden hier. Der guckt mir ganz schön misstrauisch hier rein in meine Zugmaschine. Meiner ist so ein bisschen schüchtern. Ich glaube, der hat. Hab nichts gesehen. Der hat eine hübsche Frau gesehen. Weg. So, der steht auf Uschi. War da nicht. Ja, ich guck mir mal die Map an, ja. Ich bin versteckt. Ich werd mich nicht wegbewegen. Was ist das denn? Hier ist einfach die Straße zu Ende.
Okay, ich glaube, ich muss wenden. Okay, oh ja, ich weiß, wo du lang gefahren bist. Der ist rechts die Straße aber ganz nach oben gefahren. Ja, also ich bin da ein bisschen querfeldein und dann auf die Straße, aber... Oh, oh Gott! Oh. Jay, du bist schon gefunden worden. Was machst du bitte? Ich fahr, versuch zurückzufahren. Er hat mir gerade 20% Schaden reingepfiffen. 20% auf alles. Ich hab mein Versteck endlich erreicht. Das ist hier auch gar keine richtige Straße. Bremsen. Aber ich war schon in der Nähe von Christian, das kann ich sagen. Lol. Christian klang gerade so, als hätte jemand den Nippel gekniffen. Ich bin einfach gegen eine unsichtbare Wand oder so gefahren. Ja, wenn du auf die, wenn du auf die, auf das Feld fährst, ja. Nee, ich bin auf der Straße. So, ich kann ja nicht weiterfahren. Alles klar. Ich fahr mal zurück. Und dann wieder übers Feld. Wo oh nein. ist der Boy? Power! Oh. LKW sagt nein. Rückwärts. Aber vielleicht brauchst du länger als 15 Minuten, Christian. Ja! Und jetzt Power! Jawohl! Ich geb dir einen Tipp, zu meinem Versteck bin ich keinen alternativen Weg gefahren. Boah. Was macht Christian da die ganze Zeit? Ja, keine Ahnung. Ja, also so ein Hügel, der ist, also ich sag mal, du fährst da nicht so smooth hoch oder runter. Du musst eine Differentialsperre einbauen. Klatscht einfach um den Boden. Ja. Klatscht einfach um den Boden. So, Allradantrieb, hoffe, ein Akku. Mauer! Nee, doch nicht. Was, ein Bauer? Nein, das war nur ein Hügel. Ja, oh Gott, die Landwirte kommen! Kämpfen wieder für Gib mich. Gas! Ja! Zu gehen. Das klappt. Ich glaube nicht. Oh, stimmt. Oh Mist, ich muss mich ja bewegen. Oh, warte mal. Ja, ja. Ich war die ganze Zeit vor und zurück. Schummeln. Immer gegen Werner, die geile Sau. Und zack. Oh, Peter bumst die ganze Zeit Werner. Oh. Ja, müssen wir Oh ja. Weißt du, der macht die ganze Zeit Pause. Der hat so einen gelben Hut auf und chillt da einfach nur. Er hat so eine Warnweste an. So eine ja, genau. Den gleichen Werner habe ich bei mir. Der sitzt bei mir auf einer Treppe, Peter. Ja, bei mir sitzt er auf so einem, ja, weiß ich nicht, so einer Art Vorsprung oder so. Chill dir einfach rum, arbeitet gar nicht. Ich glaube, der versteckt sich vor seinem Boss. Aber ich sehe dich. Ich glaube, der hat Bock auf Ficky Ficky hier bei mir. Oh, Motor ausgemacht. Ups. Ich wollte doch nur blinken. Ich habe immer noch das Gefühl, auf E würde ich blinken. Das hatte ich irgendwann mal so eingestellt. Christians Challenge ist von A nach B zu kommen. Alter, was für ein geiles Motorrad. Hier steht das in Harley. Geil. Okay, nee, hier sind leider nur Auflieger, kein LKW. Damit wäre ich aber lieber gefahren. Aber hier hätte sich theoretisch einer verstecken können. Oh, bremsen. Hier gibt es viele Verstecke. Rückwärts! Habt ihr, wenn ihr hochguckt, auch da oben so ein Sprechsystem, so ein Funksystem? Ich kann nicht. Ja. Meins heißt nicht? Harry 2. Was? Motorfehlfunktion. Ja, wie gesagt, man kann ja auch die Navi-Sprache Yo, Harry einstellen. Ich hatte die auf Polnisch, das finde ich echt ganz geil. Da kann man ein bisschen Polnisch lernen. Ja. Geil, Polnisch. Ich will schon immer mal lernen. Ja, nebenbei ein bisschen Polnisch. Ja, bravo. Ich vorher lieber Spanisch können. Lol, was ist denn das hier? Ist ja voll die Sackgasse hier. Kann ich die Straße auch nicht weiterfahren? Krass. Voll doof. Bin mega getan. Ja, da sind so Gerade X bei einfach, ne? Warum bist du bei Redwoods? Ja, bei Sellgoods. Bei Sellgoods und im Süden. Ah, bei Sellgoods. Ja, da bin ich nicht. Ja, wieso fährst du denn jetzt weg? Wieso weg? Moment. Wieso siehst du von den? Von Sellgoods. Warum fährst du denn da jetzt weg? Er fährt weg. Weg! Ja, Moment. Aber da hat er wieder allein. Da hat er keinen anderen Weg gab, muss doch dann, wenn er schon weg sagt, muss er hier einer sein. Aber wie denn? Weiß ich auch nicht. Motorfehlfunktion. Hier sind Streiche. Wieso hast du die ganze Zeit Motorfehlfunktion, Chef? Ich hab doch nur noch 20% Leben. Achso, du hast nur noch 20. Ich dachte, du hättest 20% Schaden. Nee, ich hab 20% Schaden gekriegt. Ah, okay. So. Können wir mal gucken. Deswegen fährt jetzt hier im Kreis. Das ist aber interessant. Ja, vielleicht bist du ja hier auf dem Gelände, was du in der Mitte ist. Das sehe ich aber nicht so richtig. Da ist ja gut. Also ich sehe dich gerade, wie du durch die Gegend fährst. Schon nice. Alter, mit 30 Meilen abbiegen ist aber ganz schön gefährlich. Als ob du den siehst. Also durch deine First Person oder was? Bewegt mich ja nicht. Aber ja, ich glaube, Christian hat was gerochen. Oh. Da ist Sepp.
Hallo. Ich denk die ganze Zeit, was macht der denn die ganze Zeit? Warum sagt der denn nicht dann? Ich fahr jetzt hier rückwärts. Ich schalte mal eben in die externe Ansicht. Nur hier für den Auflieger. Oh. Ich will mal wissen, ob ich hier den Auflieger klauen kann. Fahr vorwärts! Ist denn nicht einer von den Aufliegern, die verboten sind? Oh ja, dass du dann gekickt wirst. Du hast vollkommen recht. Ja, ja, dann suche ich weiter. Weil ich glaube, die Doppelten, die sind nice. Aber hättest du nichts gesagt, ich so, ja, hättest du nicht gesagt, fahr mal nicht weg. Ja. Warum? War Sepp so gut versteckt? Ich dachte, dadurch, dass man die Namen sieht, ist das hier viel leichter. Ja, nee, Christian aber, stand also quasi neben mir schon. Ja, ja, also ich habe den schon gesehen, den Namen, aber ich musste halt wirklich auf der anderen Seite der Mauer sein. Ja. Waren Sie. Oh shit. Ich sehe dahinter am Apfelbaum? Nee. mit dem LKW hinter so einem Apfelbaum. Ja, Apfelbaum, ey, die Texturen sind ja nicht durchsichtig. Ey, Breed denken. Gut. Ja, wegen der Apfelplantage. Ah. Bremsen. Schneller fahren. Ich habe mich mal von meinem Spot wegbewegt. Oh. Nee. Ja, was ist schade, da? 1%. Kein Problem. Gib Gas! V! Da steht doch einer! Oh, was? Dieser Bram ist auch Pfeffel eingefahren. Zumindest ein bisschen. Ich dachte, guckst du mal auf die Map, weil du bewegst dich ja eh nicht, ob irgendeiner vollkommen ein bisschen blöder Punkt. Bist du das selbst? Nein, der ist da gerade spontan neben mir. Boah, hier sind wir so alternativ rauf und runter fahren. Okay, für Peterchen habe ich noch etwas weniger als eine Minute. Oh, das wird hart. Oha, alle Zeit der Welt. Aber dafür fahre ich jetzt rum. Vielleicht erhöht er die Chance. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr so richtig. Du bist gerade rechts auf der Autobahn. Jetzt fährst du gerade genau durch die Mitte durch. Ah, das heißt, ich muss mich wieder nach links oder rechts orientieren, um nicht aus der Stadt rauszufahren. Ja, du fährst ja von Osten nach Westen gerade. Problem ist, hier kann ich nicht abfahren. Hier kann ich abfahren. Exit 143B. Ja, wait, da will ich nicht hin. Guck mich mal eben um. Vielleicht sehe ich Peter ja. Einer der leeren Straßen. Alter, wie viel schneller Christian ist als ich. Ja. 3, 2, 1, Ende. Ja, okay, ja, aber... hast immerhin fast alle gefunden. Okay, dann habt ihr 2 Minuten Zeit zum Verstecken. Und es geht los in 3, 2, 1... Warte. In 3, 2, 1, los! Ich hab schon mal Gas gegeben, ja, hab ich jetzt nur drauf geschissen. Schnell, verpiss dich! Ich mach hier so ein bisschen den Zaun an. Haben sie mir volle 2 Sekunden ausschnort. Jetzt hab ich nicht verstanden, was die mir gesagt hat. Du ist krank Blevo. Scheiße. Ist krank Blevo. Ah, links. Jay ist so ein Spack einfach nur! Gemacht hat, ne? Ich höre hier immer noch Motoren. Ich bin schneller als du. Scheiße, Mann, ich hab Motorfehlfunktion! Ich glaube, Jay werde ich relativ schnell finden. Oh, meine Waage ist doch voll scheiße. Na, der steht gleich einfach da. Oh, scheiße, die ist nicht rechts. Peter einfach über Rot gefahren. Ja, ist mir egal. Das macht er ja immer. Ich bin Gangster. Ich habe keine Strafen bekommen, habe ich den Haken rausgemacht. Von. Ja, ich auch. Der reich werden. Boah, ich habe eine gute Idee. Im Rahmen mitten auf der Autobahn fällst du nicht so auf. Das stimmt nicht, das habe ich bei Christian schon ausprobiert. Der Autobahn ist gar nichts. Oh, war das Brams. Bramen! Bramen! Ich hab Brams Idee, gleich zu rammen. Ja, schon ganz gut, dass ich nicht da lang gefahren bin, wo ihr lang seid, irgendwie. Nichts passiert. Also Britannien ja, nichts passiert. Ganz easy. Bram ist so mitten auf offener Strecke. Jetzt krieg ich hier neue Anweisungen. Ein Manöver. Er hat einfach ein Manöver vollzogen. Okay, ihr habt noch Kurve 20 noch Sekunden. Bram, ich komm und hol dich. Ja, das macht nix. So. Noch 10 Sekunden. Mach schon mal den Motor an. Ja, mach schon mal den Motor an. Pack nur noch ein. 4, 3, 2, 1,
Ich komme! Umgucken darf ich mich bitte. Oh, bremst! Ja, ja. Oh Gott! Okay, hey, wir haben ja den kleinen Speeder. So, hier in der Ecke steht keiner. Kann man hier die Autobahn hochnehmen, schnell, ne? Du bist richtig schnell, ja. Wenn ist auch keiner, glaube ich. So, ich fahre ab jetzt nicht mehr. Lass mich umgucken. Okay, Bram hat sein Ziel erreicht. Wo bist du denn? Ich bin jetzt losgefahren. Ja, ich weiß, auf der Map kann ich dich sehen. Und du kannst mich auf der Map sogar sehen, bist du am Flughafen? Dafür ist noch ein bisschen früh, um dir zu sagen, ne? Ich glaube, du bist dort, oder? Kann ich den anklicken? Also ich sehe einen auf der Map. Losgefahren, ne? Also. Hier konnte man sich doch auch verstecken, oder? Warte mal. Ist hier einer? Hier ein. Da ist doch einer! Bist du das? Bist du in dieser orange Truck? Der hier so steht. Wie gut ich eingefahren. Warum, ey? Wertvoll Truck ist hier. Der Alter, dass man da einfach durchfahren kann. Wo? Wie, du ach, lol. Ja, okay, wegen deiner Quest wahrscheinlich. Ne, pass auf, da wo du gerade stehst, ja. Ja. Da stehen bei mir 3 Auflieger. Ja, nee, bei mir. Und ich hab ja mich dahinter. Nicht. Und ich hab mich dahinter gestellt und dachte mir so, Alter, wie smart ist das denn bitte? Hier findest du mich ja nie. Aber dass die bei dir da nicht sind, das wusste ich ja nicht. Das ist natürlich nice. Okay, das ich habe ja extra, weißt du, extra mit einem Parken und allem drum und dran. Nee, man sieht dich voll gut, da ist gar hier, kein Auflieger bei wie mir. Wie ich hier stehe, weißt du, so richtig zwischen den Aufliegern, der Anhänger komplett dahinter versteckt und dann ist da bei dir einfach keiner. Okay, das ist belastend natürlich, da das kleinseitig anders aussieht. Also Leute, merkt euch das. Das ist natürlich echt kacke. Christian, hast du denn vorhin, als du mich gesucht hast, war denn da, ist waren auch welche, Wand. Oder? Ja, ja, du hast dich hinter dem Auflieger versteckt. Okay, na immerhin war der da. Wo bin ich? Ich kann auch einfach durch die Auflieger durchfahren. Was muss ich drücken, um Auflieger anzukoppeln? T. Alter, ich hab keine Ahnung, okay, wo ich gerade bin. Hier ist, glaube ich, keiner. Außer Christian versteckt sich an der gleichen Stelle wie ich. Die anderen haben ja so einen Auflieger. Ne. Taube aber nicht. Mutterfehlfunktion! Ich mag nur Los Pollos Hermanos. Ich möchte nicht bei Pedro Park. Oh! Los Pollos Hermanos! Ey, hier ist eine Waschanlage! Wie geil ist das denn? Okay, keiner war bei Pedro. Discount of Bravo. Okay, schon wieder rechts abbiegen. Kann man hier bei Charge schon wieder drauf? Oh mein Gott. Ich fahre die ganze Zeit mit Warnblinkern. Fällt mir jetzt erst auf. F. Geh mal davon aus, dass man nicht dahinter kann, sonst wird das ganz schön belasten. Sieht aus wie bei meiner alten Arbeit. Hallo! Was geht ab? Schukanie Novej Trasse. Hier ist schon wieder was. Hä? Ich dachte erst, der fährt zu mich jetzt. Scheiße. Hatte schon kurz Schiss. Alter, hier sind ja mega viele Auflieger. Kann man da überall zwischen? Brems! Kannst du sogar durch, wenn ich Bram richtig verstanden habe. Oh. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob man auf das Gelände kann. Ne, ja, das ist uns, oder? Each Posto. Was ist das da? Muss ich aufpassen. Oh shit. Langsam darf ich nicht mehr. Okay. Ich stehe, nee. Sepp. Viel Erfolg. Peter steht. Ja. Naja, Pasta und Sohne. Ja. Geil. Heißt die Mutter oder der Papa wohl Pasto? Weiß ich nicht. Ich glaube eher der Vater als Pastor. Burgers! Ich glaube der Pastor Maldonado. Ja, glaube ich auch. Der hatte gestern Geburtstag. Pastor Maldonado hat gestern Ja, Glückwunsch! Leck dich am Arsch. Hab ich im Internet gesehen. Aber ich fahre jetzt aber noch nicht aus der Stadt raus, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie alt er ist. Nee, aber ich glaube, ich biege hier lieber gleich. Der hat seinen Skill noch nicht gefunden. Der hat immerhin ein Rennen gewonnen. Hat er wirklich ein Rennen gewonnen? Ich kenne nur seine Crash-Compilations. In Williams. Ich bin auf der Speed Limit 25. So, hier steht doch schon mal so ein. Ah, oh Mann, hier stehen nur so Auflieger ohne Leute. Die haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Das interessiert mich aber. Warte mal, jetzt kann ich. Ich glaube, ich weiß aber, wo der Walmart ist. Ich bin beim Walbird. Als ob hier da bin ich auch gerade. Was? Das ist schlecht! Oh mein Gott! Vielleicht gibt's ja mehrere. Ich bin gerade an dem vorbeigefahren! LOL! Wait, okay, what? Dann,
Dann habe ich vielleicht Glück. Oh Gott! Ja gut, vielleicht gibt's ja wirklich mehr als einen. Okay, ist eine Tankstelle. Oh, jetzt bleiben wir erstmal hier stehen. Da sind Leute. Ich sehe aber niemanden. Da geht's, glaube ich, wieder weg. Oh, hier kann ich mein Wagen. Hier ist ein Eis, Mann! Oh, ich hätte gern Eis. Zurück. Eis würde ich jetzt auch nehmen. Wir haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Oh, das hatte doch irgendwie mal gesagt gerade. Vorwärts! 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 Keine Motorfehlfunktion hier machen. Nee, ich fahr mal geradeaus. Oh Gott! Er ist doch schneller als ich. Ist der hier hinten? Ne, dahinter ist er auch nicht. Warte mal, ich muss hier links abbiegen. Ja, dann... Da fährt was! Ich sehe was! Okay, jetzt muss ich nur rausfinden, ob das einer von euch ist oder ein Spieler. Oder hier rechts? Ne, da kann man nicht rein. Okay. Wer ist denn da abgebiegen, die Muskou? Abgebiegen. Hä? Richtig. Junge, ich bin schneller. Schneller als dein Schatten. Scheiß auf Rotampel. Alter, jetzt fährt er einfach weg. Was ist denn das für einer? Da, der mit dem roten Auflieger, der gerade links abbiegt hier. Da. Rote Zugmaschine. Und blau-roter Auflieger. Oh Gott. Und er biegt jetzt schon wieder links ab. Oh shit! Oh Mist! Oh Kacke! Oh, das war viel Schaden! Oh oh! Rein! Visit Service! Ich muss dich doch nicht fangen, du Affe! Wenn du weißt, dass aber du das bist, dann musst vielleicht du sagen, bin ich das ja auch gar nicht! Okay, Jay. Hast du den Namen schon gesehen, Sepp? Vielleicht hast du ja auch der fährt ja die ganze Zeit weg! Ja, aber du bist schneller! Ich darf da auch wegfahren im Zweifel. Keine Ahnung. Siehst du den Namen immer noch nicht? Gott, nee, ich glaub, ich bin aber er ist sehr langsam. Da! Don John! Die Mistmuchel. Ich hab John John gefunden. Alter, okay, mein Service. Mein oh Gott! Alter, jetzt hat er schon wieder was gerammt. Jetzt wäre ich fast nicht reingefahren. Okay, wie lange habe ich denn noch? Ich kann nicht mehr so schnell fahren. Das ist ein Problem. Ich habe noch 5 Minuten. Die Werkstatt ist da direkt um die Ecke. Ja, keine Ahnung, wo die ist. Wo fahr ich denn jetzt hier hin? Wo seid ihr denn überhaupt? Ich suche euch. Du fährst jetzt zurück. Guck mal, du fährst jetzt zum zweiten Walmart. Ja, genau. Da ist Walmart, genau. Woher weißt du das, Peter? Musst du nicht noch gesucht werden? Jay, wie wär's, wenn du solche Fragen für dich behältst? Oh Gott! Noch mehr Schaden. Guck mal, hier startet sogar ein Flugzeug. Vielleicht ist Peter da, da war ich nämlich noch nicht. Hier ist eine Tankstelle, ne, tanken muss ich. Muss ich noch nicht, okay. Weiß aber nicht aus der Stadt raus, oder? LKW-Schaden 28.000, alles klar. Krass. Wait a second. Eine Tankstelle ist noch in der City. Ist hinter der Tankstelle, wenn ich da weiter geradeaus fahre, bin ich dann raus? Nee, dann bist du noch drin. Du darfst dann hinter der Tankstelle nur nicht links fahren. Da ist ein Flugzeug weggeflogen. Lass uns dann meine Karre nicht so schnell. Oh Gott! Oh Gott! Okay, noch 2,5 Minuten. Meine Karre ist shit. Aus? Oh shit! Was ist denn los? Ah ne, alles gut. Was ist denn bei dir los, Peter? Wait, was ist das denn da? Da steht ja einer! Eventuell ist hier gerade jemand gespawnt. Ja, if you go any further, you will lose your trailer. Be careful. Na? Sorry, Max. Tut mir leid. Wir spielen Verstecken. Ich glaube, der Max kommt da gar nicht raus, weil er möglicherweise eine Motorfehlfunktion seinen Ausgang. Bin mir aber nicht sicher, Peter. Oh Gott, guck mal, da kann man sich verstecken, da vorne. Da muss ich hier mal eben drehen. Jetzt hupt er hier die ganze Zeit, ey. Du bist so ein scheiß Troller, weißt du das? Hupst du mal, Peter? Ich sehe das schon, Jay wird auch in American Truck Simulator gebaut. Da ist doch, hier sind ja zwei. John John und John John und Max. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das ist Peter! Wo ist denn Peter?
Da ist Peter, wo ist denn Peter? Ja, da steht halt Peter. Natürlich, ich habe alle gefunden. Er hat meinen Namen leider durch das Haus gesehen. Das hätte ich ja niemals gesehen, wenn Jay da nicht gewesen wäre. Er hat die ganze Zeit versucht, mich zu verraten. Er ist bei der Verfolgungsjagd hier im Kreis gefahren. Ich habe dich die ganze Zeit gesehen. Ich dachte, du da warst. Ja gut, das ist ja... Dann schaffe ich das aber nicht in 30 Sekunden bis zu dir zu kommen, Christian. Oh, das war's. Ah! B! Unsichtbare Wände. Hast zumindest die Hälfte, ne Quatsch, genauso viel gefunden wie Christian. Ja! Ich bin bei Plaster in Sanz gewesen. Hast zumindest genauso viel gefunden. Ich bin bei Plaster in Sanz. Verpiss dich hier, John! Hier, ne? Ich glaube, sind wir schneller. Ha! Ja, genau! Lächerlich! Bitch! Ja, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr habt gleich viele gefunden. Wir haben unser erstes Verstecken in einem also zumindest in einem Fahrspiel. Ja. Da sind die Spackos. Ja, ist richtig. Ja, dann freu dich einfach auf nächste Woche. Jo. Da machen wir dann Verstecken. Jetzt lässt er das Ding einfach in die Ordnungshüter. Sag jetzt noch nix. Nein, keine Ahnung. Wo in die Ordnung. Ja, ich wollte einfach einen Job machen. Okay. Das war mal wieder Verstecken. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.